Die Pflege von einigen Männern, die ist, ja, sagen wir mal, nicht immer ganz so perfekt. Aber hey, das ist gar kein Problem, denn die Väter, die müssen einem ja nicht immer alles erklären. Dafür bin ich ja auch schließlich hier auf YouTube. Sind wir mal ehrlich, wir alle wollen doch gut aussehen. Egal zu welchem Anlass, ob wir zum Beispiel zur Uni gehen, uns mit Freunden treffen oder auf der Arbeit sind oder zu einem Date verabredet sind. Wir wollen grundsätzlich doch einfach alle gut aussehen. Aber einige Männer schöpfen einfach nicht ihr volles Potenzial aus, weil sie einfach ein paar Pflegefehler begehen. Heute spreche ich über die Top 10 Pflegefehler, die wir Männer so begehen. Und wenn du jemanden kennst und wenn dir auffällt im Laufe des Videos, dass du jemanden kennst, der diesen Pflegefehler begeht, dann teile auch direkt dieses Video mit ihm, denn ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann. Und schau dir dieses Video auf jeden Fall von Anfang bis ganz zum Schluss an, denn ich kann dir schon mal garantieren, dass auch du Minimum einen Fehler aus diesem Video hier, die ich hier vorstelle, Minimum einen Fehler auch selbst begangen hast. Woher ich das weiß? Mein Freund. Ich bin auch ein Mann und ganz sicher nicht fehlerfrei. Erster Fehler, Nasenhaare rausziehen. Wenn du noch keine Nasenhaare hast, dann lass dir gesagt sein, wenn du später älter wirst, dann wirst du irgendwann früher oder später Nasenhaare bekommen. Und wenn du das Gefühl hast, dass zu viel Nasenhaare drin sind, dann ja, ist die Versuchung nahe, dass man einfach sagt, alles klar, ich ziehe mir die Nasenhaare einfach mit meinen Fingern raus. Und bitte mach diesen Fehler nicht. Das kann nämlich unter Umständen ein bisschen gefährlich werden. Wenn du nämlich deine Nasenhaare mit deinen Fingern rausziehst, dann kannst du unter Umständen deine Nasenscheidewand verletzen und das kann möglicherweise Hirnbluten auslösen und das möchten wir natürlich auf gar keinen Fall. Wenn du das Gefühl hast, dass so langsam die Nasenhaare kommen und du überall Nasenhaare hast und das einfach ein bisschen unangenehm ist, dann schnapp dir einfach so einen Nasenhaarrasierer. Damit kannst du ganz einfach in die Nase reingehen, einfach deine Nasenhaare trimmen bzw. stutzen. Das tut nicht weh, der Nasenhaartrimmer kostet nicht viel und den Link packe ich dir in die Infobox rein, also keine Ausreden mehr, guck unten in die Infobox. Und jo, das gleiche gilt natürlich auch für deine Ohrenhaare. Das gilt eigentlich für alle Haare, die aus irgendwelchen Körperöffnungen rauskommen. Ja? Also wenn irgendwo Haare aus Körperöffnungen rauskommen und das einfach zu viel wird, dann solltest du die einfach ein bisschen runtertrimmen. Und die Ohrenhaare kannst du auch ganz einfach mit dem Nasenhaartrimmer einfach ein bisschen runtertrimmen. Und wenn du ein richtiger Pro bist, dann kannst du das natürlich auch mit einem Feuerzeug machen, wie beim türkischen Friseur. Aber ein bisschen drauf achten und ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann nämlich auch schnell mal nach hinten losgehen und dann fackelst du dir mal schnell die Haare oder den Bart ab. Also Obacht! Dritter Fehler, Gesicht nur mit Wasser waschen. Viele Männer da draußen denken, es genügt vollkommen aus, wenn man das Gesicht einfach nur mit Wasser wäscht. Oder die begehen noch den Fehler, dass sie einfach die Handseife benutzen und sich mit der Handseife ihr Gesicht waschen. Leute, da steht ja Handseife drauf. Das bedeutet, das ist die Seife für die Hände. Wenn du dein Gesicht waschen möchtest, dann solltest du nämlich auch dementsprechend ein Waschgel fürs Gesicht benutzen und nicht die Handseife, die vor dir steht. Die ist nämlich für die Hände. Und wenn es um das Thema Gesichtsreinigung geht, dann kann ich euch einfach nur empfehlen, ein Waschgel oder ein Reinigungsgel fürs Gesicht zu verwenden in der Kombination mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste. So bekommt ihr nämlich euer Gesicht wirklich porentief gereinigt und viel besser sauber als mit den Händen. Fehler Nummer 4, ein 2-in-1 Duschgel für die Haare verwenden. Oder besser noch hier, schaut euch das an, ein 5-in-1 Produkt, ja, damit kann man sich wahrscheinlich auch die Zähne putzen. Ja, ich weiß, es ist komfortabel, ja, wenn da 2-in-1 oder 5-in-1 draufsteht, da denkt man, okay, da kann man ja für alles verwenden, aber lasst euch eins gesagt sein, spätestens wenn ihr längere Haare habt oder wirklich lange Haare habt, so wie ich, dann könnt ihr eure Haare nicht mehr mit einem 2-in-1 Produkt waschen. Wenn du eine Glatze hast oder einen Buzzcut, okay, ja, da will ich nichts gegen sagen, aber wenn die Haare länger werden, dann weißt du, dann brauchst du einfach vernünftige Haarpflege und dazu zählt einfach ein gutes Shampoo und auch der passende Conditioner, damit eure Haare einfach perfekt gepflegt sind und nicht vogelwild aussehen. Und jeder, der mal längere Haare oder lange Haare hatte, weiß, wovon ich spreche. Und alle Frauen da draußen, die, wenn sie reisen, auch immer einen Conditioner dabei haben möchten, ja, die wissen es auch. Leute, glaubt mir, das funktioniert nicht mit 2-in-1 oder 5-in-1 Produkten. Es gibt Männer, die denken sich, Mensch, meine Augenbrauen, alter Schwede, Satanziege, da muss ja mal wieder ein bisschen was weg. Die könnte ich ja mal wieder ein bisschen irgendwie runtertrimmen. Und was machen die dann? Dann schnappen sie sich den nächsten Nassrasierer oder Rasierapparat und rasieren sich ihre Augenbrauen einfach komplett weg. Und bitte, nein, halt, stopp, macht das auf gar keinen Fall. Bitte macht das nicht. Ich kenne da jemanden, der das tatsächlich mal gemacht und das Ergebnis sah am Ende des Tages alles andere als gut aus. Wenn du das Gefühl hast, dass zwischen deinen Augenbrauen die Haare einfach weg müssen, dann benutze auf gar keinen Fall irgendwie einen Nassrasierer oder einen Rasierapparat, sondern nimm eine Pinzette und zupf die Haare ganz normal raus.
Und wenn du deine Augenbrauen einfach so ein bisschen ausdünnen möchtest oder die einfach so ein bisschen runter trimmen möchtest, weil du das Gefühl hast, dass die einfach zu lang sind, dann nimmst du einfach diesen Nasenhaarrasierer, der ist echt für viele Sachen gut, da packst du dann einen Aufsatz drauf und dann kannst du mit diesem Aufsatz einfach über deine Augenbrauen rüberfahren und dementsprechend kannst du so deine Augenbrauen ganz sicher, ganz safe, einfach ein bisschen runter trimmen und danach sieht das Ganze schon wieder top gepflegt aus. Sechster Fehler, den Bart am Hals nicht trimmen. Leute, egal was für Bartträger ihr seid, ob ihr einen 3-Tage-Bart tragt, einen längeren Bart oder einen Vollbart tragt, der Halsbart, ja, der muss auch mit abrasiert werden. Das gehört einfach dazu. Es gibt einfach so ein paar Bartregeln, die muss man einfach einhalten. Und wenn das hier am Hals überall rumwuchert, das sieht einfach komplett ungepflegt aus. Heißt, der Bart am Hals muss dementsprechend auch getrimmt bzw. rasiert werden bis zu einer bestimmten Länge. Schaut euch das Video zum Thema Bartregeln an, dann wisst ihr, was ich meine. Siebter Fehler, zu lange Fingernägel. Ja, es gibt Männer, die haben einfach zu lange Fingernägel. Spätestens wenn man zum Beispiel so einen Handshake gibt oder irgendwas am Handy zeigen möchte und man sieht dann, oh, hat der lange Fingernägel, da denkt man so, come on, das muss doch jetzt nicht sein, oder? Also Nagelpflege ist einfach Pflicht für jeden gepflegten Mann da draußen. Ist auch gar nicht schwer. Also Nägel sollten immer geknipst sein, Nägel sollten gefeilt sein und natürlich auch die Nagelhaut nicht vergessen. Immer schön abmachen, dann sieht das alles viel gepflegter aus und es ist wirklich super einfach. Wir Männer denken oft, uns kann niemand was. Ja, wir haben Körper aus Stahl. Nichts und niemand kann unserem Adoniskörper was anhaben. Doch, die Sonne. Ach Quatsch, Sonnencreme brauche ich nicht. Mein Körper hält das auf jeden Fall aus. Nein. Oh Mann, Leute, wie oft habe ich diesen Fehler gemacht, bis ich daraus wirklich gelernt habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich will es gar nicht aufzählen. Also Leute, wir Männer brauchen auch Sonnencreme und das heißt nicht, dass wir nur Sonnencreme im Hochsommer oder im Sommerurlaub benutzen, sondern wir sollten auch Sonnencreme verwenden, wenn wir einfach tagtäglich an der frischen Luft sind und rausgehen. Es gibt mittlerweile auch zum Beispiel Gesichtscremes, die zum Beispiel schon UV-Schutz innehaben. Einfach mal die Gesichtscreme umdrehen und schauen, was du da hast. Und wenn du keine hast mit UV-Schutz, dann schau beim nächsten Mal einfach drauf, dass du eine Gesichtspflege bekommst bzw. eine Gesichtscreme bekommst mit UV-Schutz. Vor kurzem habe ich einem Kollegen zugeschaut, wie er seine Haare gestylt hat und da hat er Folgendes gemacht. Der hat das Styling-Produkt genommen, ja, hat ein bisschen was rausgenommen aus dem Styling-Produkt, dass er hier sowas hatte, hat es dann vorne in seine Hand reingeklatscht und dann zack, direkt hier vorne und hier verteilt. Und ich so, hey, stopp, was machst du da? Guckst du dir meine Videos nicht an oder was? Was machen viele Männer? Viele Männer verteilen das Haarstyling-Produkt einfach nicht vernünftig in ihren Händen und somit verteilen sie es auch nicht vernünftig in ihren Haaren. Wenn du ein Haarstyling-Produkt hast, dann solltest du das erstmal vernünftig, ordentlich in deinen Händen verreiben, dass es auch wirklich überall in deinen Händen drin ist und erst dann wird das Haarstyling-Produkt in deinen Haaren verteilt. Wenn du das nicht machst, wenn du das so machst wie mein Kollege, ja, der mittlerweile aber ein bisschen schlauer ist, dann hast du nämlich folgendes Problem. Dann kann es unter Umständen sein, dass du nur vorne in dem vorderen Bereich Haarstyling-Produkt drin hast und hinten gar nicht. Das sieht dann irgendwie ein bisschen komisch aus. Oder es besteht die Gefahr, dass du zum Beispiel so Klumpen oder Haarstyling-Produktreste vorne in deinen Haaren drin hast und dann sieht das auch nicht cool aus. Also von daher Haarstyling-Produkt verwenden, vernünftig in den Händen verteilen und erst dann ordentlich komplett überall in den Haaren verteilen. Im Sommer sieht man viel nackte Haut. Das heißt, man sieht auch viele nackte Füße. Also vermehrt zumindest. Und bei vielen Männern fällt dann einfach Folgendes auf. Viele Männer entfernen einfach nicht ihre Hornhaut. Die haben dann einfach so eine fette Rinde an den Füßen dran. Das ist so wie so eine Holzrinde. Und man denkt sich so, wow, shit. Also ich glaube, der fühlt gar nichts mehr in seinen Füßen. Und klar, ich kann das verstehen, wenn du zum Beispiel viel Sport machst oder auch relativ viel Fußball spielst, auf Kunstrasen zum Beispiel Fußball spielst, dann ist es halt so, dann hast du einfach viel mehr Hornhaut als andere Leute. Ist ja auch gar kein Problem. Aber wenn das der Fall ist, dann solltest du auf jeden Fall versuchen, deine Hornhaut dementsprechend passend zu entfernen. Denn A, hast du somit viel mehr Gefühl und mittlerweile ist es B, auch gar kein Problem mehr. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, sich die Hornhaut an den Füßen zu entfernen mit Hornhautsocken, mit einem Hornhautpeeling, mit einem Hornhauthobel, mit einer Raspel, wie auch immer. Also versuch einfach, deine Hornhaut zumindest im Sommer einfach zu entfernen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Schreib mal gerne in die Kommentare rein, ob ich recht hatte. Hast du persönlich auch einen dieser Fehler hier begangen, die ich heute in diesem Video gesagt habe? Wenn ja, kein Problem. Jetzt weißt du, wie es besser geht. Und wenn du jemanden kennst, der aktuell vielleicht noch den einen oder anderen Fehler begeht, dann teile lieben gerne dieses Video mit ihm. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos einfach ein Stück weit weiterhelfen kann. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.